Wie geht es weiter mit dem sogenannten Backstop? Berichten zufolge könnte London vorschlagen, nach einem Brexit notwendige Zollkontrollen zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland abseits der Grenze durchzuführen. Pläne für eine Alternative zum umstrittenen Backstop im Brexit-Vertrag sollen demnach, genannt wird eine hochrangige Regierungsquelle, im Lauf der Woche vorgelegt werden. Zollpflichtige Waren würden laut Medien in speziellen Kontrollzentren einige Kilometer vor der Grenze angemeldet und per GPS verfolgt werden, bis sie auf der anderen Seite eingetroffen sind. Es wurde auch berichtet, dass Premierminister Boris Johnson die Europäische Union auffordern könnte, eine weitere Verzögerung des Brexit auszuschließen. Dies könnte ein vom britischen Parlament verabschiedetes Gesetz umgehen, das eine Fristverlängerung vorsieht, wenn bis zum 19. Oktober kein Deal mit der EU erzielt wird.